In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um die Handchirurgie und da speziell um die Physiotherapie, die einen nicht unerheblichen Teil am Heilungserfolg hat. Warum das so ist und was da eigentlich im Teamwork mit dem behandelnden Arzt passiert, erfahren wir jetzt vom Handchirurgen der Hessing Park Klinik Dr. Ulrich Frank und der Physiotherapeutin der Hessing Park Therapie und Training Silke Storch. Hallo, grüß Sie beide. Hallo. Ja, fangen wir mal an. Physiotherapie kommt zum Einsatz nach der OP, oder? Also wenn Sie fertig sind. Physiotherapie kommt auch im Einsatz, wenn ich gar nicht operiere. Viele Patienten brauchen ja gar keine Operation. Also in der konservativen Behandlung. In der konservativen Behandlung spielt es auch eine bedeutende Rolle. Und das ist keineswegs so. Die meisten Fälle, glaube ich, die wir haben, sind eher konservativ. Ja? Und vielleicht 50-50 oder sowas. Ja. Ja. Aber normal sagt man ja, nach der OP muss man zur Physio, damit alles sich wieder bewegen lässt. Aber vorher ja, das, auch schon. Das muss man auch differenzieren. Nicht jede Operation braucht Physiotherapie. Aber nach manchen Operationen ist es unbedingt erforderlich, Physiotherapie zu machen. Und dann muss es auch vorher geplant sein. Ich muss noch mal dazu sagen, wir sprechen jetzt über die Handchirurgie. Also bei Beinen, Knie und so weiter, Hüfte ist eigentlich immer grundsätzlich Physiotherapie danach sehr wichtig. Bei kleineren Sachen, den Fingern und so weiter, kann es mal sein, dass man es nicht braucht. Also Handchirurgie, es geht von hier bis zum Ellenbogen, oder? Handchirurgie? Oder Handchirurgie reicht dahin, wo Sie mit der Hand hinkommen. Ich komme mit meiner Hand aber aus dem Knie. Also ja, dann ist es nicht Handchirurgie. Ja, was ist es? Nein, Hand bis zum Ellenbogen. Schon bis zum Ellenbogen, ja. Ne? Ja. Also alles, was hier dann schief läuft, Daumen zum Beispiel, Arthrose, Fingerarthrose. Zum Beispiel. Brüche, Speicherelle. Speichenbrüche sind viel häufiger als der Ellenbruch und in den meisten Fällen braucht man Physiotherapie. Ja. Radius ist glaube ich, hier am Handgelenk gibt es auch noch. Und, also es gibt schon einiges, was man sich da verletzen kann. Physiotherapie in der konservativen Therapie dann in welchen Fällen? Also ist es dann Arthrose zum Beispiel, würde ich jetzt zunächst mal dran denken, dass eine Arthrose, dass man da zunächst mal versucht, mit der Physiotherapie zu helfen. Es gibt verschiedene Diagnosen. Also es kann eine Sehnenscheidenentzündung sein, es kann eine Sportverletzung sein, die eben nicht operativ versorgt werden muss. Mhm. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also die Hand hat so viele Strukturen und kann jede kleine Verletzung zu riesigen Funktionseinschränkungen eigentlich führen. Und das ist wirklich ganz individuell, ob man Physiotherapie braucht oder nicht. Und ich als Patient gehe aber erstmal zum Arzt, also zu Ihnen, und dann gucken Sie sich das an und sagen Sie, ich glaube, da machen wir jetzt erstmal ein bisschen Physiotherapie. Damit ist Ihr Job dann schon getan? Dann sagen Sie ja, aber was Sie machen müssen, oder? Nee. Das ist eine sehr gute Frage, weil die auch immer wieder kommt und sagt, ja, dann bin ich ja fertig. Das funktioniert in der Hand nicht so. Also die Hand ist wie ein Bermuda-Dreieck und da ist der Patient, da ist der Therapeut und da ist der Arzt. Und zwischen den drei muss das stimmen. Und Sie können furchtbar scheitern, wenn es an einer Stelle nicht stimmt. Also wenn die Physiotherapie nicht gut abläuft, wenn sie nicht gut durchgeführt wird, was jetzt bei uns hoffentlich nicht der Fall ist, wenn der Arzt nicht richtig aufpasst, was bei uns hoffentlich auch nicht der Fall ist, und wenn der Patient es zulässig nimmt, und das ist eine Zusammenarbeit. Mhm. Und es ist, man sagt immer ja, Arzt und Physiotherapeutin oder Therapeut müssen gut zusammenarbeiten, selbstverständlich, aber ohne Patient geht es gar nicht und er muss verstehen, um was es geht. Mhm. Deswegen fand ich dieses Thema heute auch mal spannend, dass man mal klar macht, dass Physiotherapie, das heißt nicht, da geht der jetzt hin und dann ist der jetzt weg, sondern der muss, wir machen regelmäßige Nachkontrollen, wir wollen sehen, wo steht der Patient. Und wir können von ärztlicher Seite oft auch eingreifen und sagen, macht mal noch das. Oder die Physiotherapeuten schreiben mir, können Sie mir noch ein Rezept draufschreiben, ich habe die Idee, ich möchte das noch dazu machen, das täte dem Patienten gut. Wie funktioniert das da dann zwischen Ihnen beiden? Haben Sie dann so Patientenbesprechungen, wo Sie dann zusammenkommen, sich das angucken? Oder wie ist da der Ablauf? Nee, also in der Standardbehandlung, die Patienten, die nehmen wir mal an, es ist eine Operation geplant. Ja? Und dann gibt es strikte Muster, wann man mit der Physiotherapie beginnt. Und diese Termine werden schon festgelegt, bevor der Patient überhaupt operiert ist. Denn danach kann es dann wieder Kollisionsschwierigkeiten geben. Man kriegt keine Termine und dann vergeht die Zeit und dann hat man ein Riesenproblem. Also das muss vorher schon mal geklärt sein,
wann diese Sachen. Und dann sind ja Standards. Die werden den Physiotherapeuten und diese extrem erfahrene Physiotherapeutin, die wissen schon, was sie dann zu tun haben. Da brauche ich jetzt nicht nur ein Rezept dann verschreiben. Die Diagnose und dann Diagnose, hier Daumen-Dattel-Gelenk zum Beispiel, macht da mal was. Genau, in diese Richtung. Aber wenn dann Besonderheiten auffallen, dann schließen wir uns kurz und dann machen wir nicht Fallkonferenzen, sondern schreibt sie mir eine Mail oder sagt, schau mal da noch bitte drauf und guck mal das so. Wenn wir über Physiotherapie reden, man hat das ja schon mal gemacht oder schon mal gesehen, ne? Also zum Beispiel an den Beinen wird das Bein genommen, das wird das ein bisschen hin und her bewegt und dann ist man irgendwie nach einer halben Stunde fertig und dann kann man wieder gehen. Das war ganz blöd gesprochen. Das ist ja eigentlich was ich auch zu Hause kann. Also was ist das Besondere an dieser Physiotherapie? Also aus meiner Sicht ist es so, dass der Erfolg eines handchirurgischen Eingriffs eigentlich nur garantiert ist, wenn man in erfahrene Hände die Hand gibt. Also weil die Hand ist so komplex von der Anatomie, von ihrer Funktion, dass das wirklich jemand behandeln muss, der Ahnung hat von der Anatomie, von der Biomechanik. Die ist ja so ausgeklügelt. 27 Knochen sind nur in der Hand, unzählige Muskeln, über 30. Und sind Sie dann so mehr oder weniger auf die Hand spezialisiert auch? Ich bin im Moment dabei, genau. Ich habe die Handtherapieausbildung begonnen, weil eben die Hand unheimlich komplex ist. Also ich bin schon über 20 Jahre Physiotherapeutin und habe jetzt die Chance ergriffen, nachdem ich den Handchirurgen an der Seite habe, wirklich die Ausbildung auch zu machen. Das heißt, die Anatomie ist da unglaublich wichtig, dass man weiß, was wo ist, also welcher Muskelstrang, welche Sehne wo lang geht hier drin. Und da sind ja einige. Und das ist ja alles sehr filigran und sehr kleinteilig. Ne? Da muss man ja, Sie fühlen dann wahrscheinlich auch irgendwie. Genau, ich meine, die Physiotherapeutenhände sind natürlich gut ausgebildet. Ja? Mhm. Wir sind einfach wahnsinnig spezialisiert darauf zu spüren. Wir haben kein Röntgengerät, kein MRT. Wir können nur mit den Händen spüren oder eben mit Assessments, mit Funktionsprüfungen testen, welche Struktur ist betroffen. Und deswegen müssen wir eigentlich sehr gut die Anatomie beherrschen, ja. Und dann überlegen Sie, wenn Sie das rausgefunden haben, wo da so das Problem liegt, wie groß es ist, dann sagen Sie, jetzt machen wir die und die Übung. Mhm. Machen Sie das dann, dass Sie dann zum Beispiel das Knie jetzt hin und her biegen, dass Sie hier den Daumen hin und her biegen oder gibt es da Aufgaben für zu Hause oder gibt es Maschinen, die das irgendwie übernehmen? Also oder es ist wirklich ganz ist so komplex und absolut individuell. Also wir unterscheiden, ob ein Schreiner kommt oder ob ein Musiker kommt, ob ein Chirurg kommt, der wieder operieren möchte. Da hat jeder ganz andere Anforderungen an die Hand und dementsprechend, mit welcher Problematik auch der Patient kommt, wird ein wirklich ausgeklügelter Plan entwickelt mit Nahzielen, mit Fernzielen, um wirklich das zu erreichen. Hm. Genau, und da haben wir verschiedene Methoden. Also die Schatzkiste ist groß. Wir haben uns ja ein bisschen was mitgebracht von Foltermaschinen, die Sie zur Verfügung haben. Das ist gar keine Foltermaschine. Da sehen wir das Isokinetik. Ja. Das ist bei uns oben bei den Sportwissenschaftlern. Und das Handgelenk. Genau, das sieht man, da wird das Handgelenk passiv durchbewegt. Das nutzen Warum wir gerne. Warum ist das nötig, genau? Gerade wenn massive Einschränkungen da sind, wo man wirklich so das Gefühl hat, nur die Physiotherapie reicht nicht aus. Mhm. Also wenn man selber auch gar nicht hin und her bewegen kann. Ja, genau, zum Beispiel, wenn es noch nicht erlaubt ist, dann lässt man es rein passiv durchbewegen. Es gibt dann auch die Möglichkeit mitzuhelfen und wie so eine Art Krafttraining draus zu machen. Mhm. Genau. Schauen wir mal weiter, wir haben noch ein paar mehr Bilder, was man so machen kann. Das ist, genau, da sieht man das Narbentape. Narben können wirklich Beweglichkeit extrem einschränken. Mhm. Und da nutzen wir gerne dieses Crosstape. Ist wie ein Pflaster, oder? Ja, ist wie ein Pflaster, ist aus dem Kinesiotaping. Achso, das kennt ist dann man. So elastisch und zieht genau. dann die Haut zusammen, oder? Genau. Ah, okay. Und wir bewegen ja trotzdem und dadurch lösen sich Verklebungen und wir haben wirklich ganz gute Erfolge. In damit. Der Wundheilung, in der Narbenheilung? Oder? Genau, dass einfach das Gewebe wieder elastisch wird, weil auch die Narbe muss verschieblich sein in alle Richtungen, damit sie die Beweglichkeit nicht einschränkt. Ja, wichtig. Ja. Machen wir weiter. Genau, da habe ich jetzt mal ein Bild gewählt, was vielleicht nicht jedem geläufig ist. Die Therapie nennt sich Flossing. Das kenne ich aber, da habe ich schon mal gesehen, dass wenn man das Blut abbinden will, ja, aus genau, dem Arm sozusagen. Den Arm blutleer machen möchte, dann kriegt man dieses Ding da drum gewickelt. Ja, das macht man im OP, ganz so ist es natürlich nicht dann in der Therapie. Ja. In der Handtherapie gibt es unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, zum einen gegen Schwellung. Dann bindet man nicht ganz so heftig, das hier, wirklich ne? zirkulär, genau, ich habe es mal mitgebracht. Fängt man distal an, genau, aus Latex besteht das. Mhm.
fängt man distal an, eben am Ende des Fingers. Distal heißt am Ende. Ne? Genau, okay. Mit Drucksteigerung wird das hochgewickelt. Und was, dann das Blut raus, oder was ist das? Ja, genau, also man muss sich vorstellen, wie so ein Schwammeffekt. Ne? Man presst wirklich aus. Ja, und dann? Genau, dann bewegt man das Gelenk richtig so weit, wie es geht. Das macht man bis zu 2 Minuten und dann muss man schnell abwickeln, damit wirklich das Blut wieder einflutet. Einschießt. Genau. Gut, dass den Finger genommen. Ja. Okay. Dann haben wir wirklich gute Erfolge. Ist zur Schmerzlinderung. Und was kann man noch? Haben wir noch was? Da, wir haben genau das. Kinesiotape, das kennen wir aus dem Sport. Kinesiotape, das kennen wir aus dem Sport. Das ist jetzt ein Lymphtape, ist gegen Schwellungen. Ist speziell im Lymphverlauf angelegt und haben auch sehr, sehr gute Erfolge. Es gibt bislang keine Studien, die das eigentlich belegen, aber so aus der Praxis heraus haben wir wirklich gute Erfahrungen. Also einiges, was man machen kann. Ja. Und das ist ja immer diese konservative Therapie, bevor man operieren muss. Ne? Man versucht erstmal auf andere Art und Weise. Ja, das kommt jetzt drauf an. Das können Sie auch postoperativ verwenden. Haben Sie auch postoperative Schwellungen. Und da ist dann das Tape auch gut. Das sind jetzt insgesamt die Physiotherapie. Ja, klar. Klar. Und Erfolgskontrolle gibt es dann auch, oder? Also das heißt, zwischendrin kommen die Patienten immer noch mal wieder zu Ihnen und Sie besprechen das Ganze noch mal? Oder? Unbedingt. Wir müssen ja ein Feedback haben. Wir müssen ja wissen, wo steht der Patient, wo muss man ihn abholen. Mhm. Und Frau Storch hat jetzt gerade sehr schön gezeigt, hier die Übungen, die man in der Isokinetik machen kann, ja, wo man passiv und aktiv steuern kann. Ich persönlich lege auch noch einen riesigen Wert darauf, gerade bei den Frakturen im Bereich der Speiche, dass der Patient Eigenübungen macht. Und die Eigenübungen, die zeige ich ihm und er übt sie dann. Und dann machen wir ein Video mit seinem Handy. Es kommt sehr gut an bei den Patienten, weil sie da wirklich die Kontrolle haben, mache ich es richtig. Es sind doch komplexere Übungen und die vergisst man ganz schnell und dann übt man zu Hause schlecht. Und wenn man dann ein Video hat auf seinem Handy, funktioniert das prima. Dieser dritte Teil ist der Patient, ne? Also der Arzt, Physiotherapie und der Patient, der was machen muss. Das ist genauso. Haben Sie da auch noch irgendwas, was man zu Hause machen kann? Ja, also ich bin ein Freund davon, dass die Patienten nicht so viel kaufen müssen. Mhm. Und eine ganz schöne Übung, gerade für Fingerpatienten, ist mit einer ganz gewöhnlichen Haushaltsrolle. Und also wenn man wirklich eine Verletzung an der Hand hat, verlange ich von den Patienten sozusagen, dass sie mit einer Hand das Papier zerknüllen. Das müssen sie dann richtig weich kneten. Und also Handpatienten haben damit wirklich ein Problem, ohne die zweite Hand zu benutzen. Und der nächste Teil ist dann, wenn dieses Papier weich ist, dass man mit Daumen und Zeigefinger sich ein Stück abreißt. Und also gerade, wenn man mit Daumen und Zeigefinger Probleme hat, ist es gar nicht so leicht. Und dann quasi kleine Kügelchen zu machen. Können Sie mal selber probieren, ist gar nicht so einfach. Alles, ne? Ja, genau. Okay. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Übung. Also ich erwarte dann schon von den Patienten, die müssen richtig lange kneten, um einfach ein bisschen Kraftaufbau zu haben, plus die Feinmotorik, dass sie wirklich ganz feine Kügelchen machen und das eben 2-mal am Tag, dass sie da wirklich alles trainieren. Das ist eine Möglichkeit. Das können Sie gerne mal selber probieren, dass Sie mit einer Hand versuchen, einen Knoten in das Lederband zu machen. Das ist für die Feinmotorik, ohne dass der andere Arm hilft. 3 Knoten. Einmal die Knoten zu machen und dann aber eben auch selbst, also wieder zu lösen. Da kann man eben ganz schön die Feinen. Nur einen, ne? Ja, genau. Und dann müssen Sie den Knoten auch wieder aufmachen. Das sind so feinmotorische Übungen. Und das wird wirklich individuell ausgewählt, je nachdem, was der Patient später können muss. Wenn ich einen Schreiner habe, der braucht eine Handkraft, der braucht einen festen Griff, der kriegt natürlich andere Übungen. Ne? Der kriegt mit Therapie Knete oder wirklich dann auch mit Trainingsgeräten. Der muss anders trainieren, natürlich. Also ein Teil bei Ihnen, viel bei Ihnen. Viel bei uns. Aber auch einiges, was man dann zu Hause macht. Also das mit das Wichtigste. Also ich meine, die Patienten kommen 2 bis 3 Mal die Woche zu uns. Und wenn der Patient die Übungen zu Hause nicht macht, dann kann der Operateur sehr gut operieren und ich gut behandeln. Aber dann wird das Ergebnis eventuell nicht so gut. Auch die Motivation sollte ja groß sein, weil man möchte ja wieder seine Hand bewegen können, oder? Absolut. Oder gibt es tatsächlich viele, die da irgendwie schludern? Nein. Ich glaube, das wollen das schon. Gut. Ja. Das kann man schon sagen. Machen alle gut mit. Also haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Sie in der Therapie sind und wie das im Team auch so zusammen funktioniert. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, die man vermitteln kann, dass es ein Teamwork ist. Also zusammen mit dem Patienten, der ist auch Teil dieses Teams. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder. Schauen.